Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und unseren zahlreichen Armeen, mit denen wir jetzt endlich mal wieder was machen müssen. Ursprünglich war es angedacht... Upsala, Moment mal, ich habe gerade noch das falsche Tastaturprofil aktiviert, das sollten wir vielleicht ändern. Ursprünglich war es angedacht, dass wir hier erstmal die Getula platt machen... Und dass wir uns dann um Antonius kümmern, das sieht jetzt momentan gerade ein bisschen anders aus. Denn wenn ich das richtig sehe, dann müssen wir jetzt erstmal hingehen und Antonius ausschalten, um dann etwas machen zu können. Das gefällt mir nicht ganz gut, aber was soll man machen? Ich würde vorschlagen, sag mir gerade, was hast denn du da? Das sind zwei Regimenter, das sind vier Schiffchen, das ist auf jeden Fall nicht genug. Da ist aber genug wahrscheinlich, ne? Es ist doch saublöd. Ich wollte ja eigentlich hier jetzt gegen Lepidus. Habe ich eben Antonius gesagt? Ich wollte eigentlich gegen Lepidus kämpfen. Und jetzt gerade denke ich mir wieder, ich sollte vielleicht besser dann doch gegen Antonius kämpfen. Der ist dann vielleicht doch das einfachere Ziel, ne? Weil der ist halt, also... Der Antonius, der ist halt wirklich im Eimer. Es ist doch einfach zum Kotzen, ne? Ja, okay, also Leute, nochmal Kommando zurück, das Ganze. Es wird nochmal ein bisschen dauern, aber wir nehmen uns dann doch erst den Antonius vor und machen den Lepidus dann später. So, das heißt natürlich, Moment, diese Einheit, die wir hier rekrutiert haben, oder diese Armee, die wir hier rekrutiert haben, ich überlege jetzt gerade, wo ist denn die? Wie ist denn die am schnellsten hier in Rom? Naja, irgendwie so etwas. Jo. Ohne Witz, du läufst natürlich beim Lepidus durch, ne? Ich hab's ja fast vermutet. Ah, ja. Komm, es ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, es geht schneller. Und wenn der Lepidus jetzt stressen will, dann stresst er halt. Ist jetzt auch egal. Ja, die Diplomatie hat sich mal wieder selbst ad absurdum geführt. Wir sind jetzt mittlerweile wieder vertrauenswürdig. Vorhin waren wir nicht vertrauenswürdig, weil wir ursprünglich... Jo, halt die Klappe. Weil wir ursprünglich hier Cordoba belagern wollten. Und das haben wir dann irgendwie doch... Ach, du willst jetzt echt komplett an der Küste langlaufen? Naja, egal. Wo ist er denn, der Leppi... Verschwendet keine Zeit mit Scherzen und Schwafeln. Sagt einfach, was ihr zu sagen habt. Okay. Ein teuflischer Expansionist. Naja, dann expansioniere mal teuflisch. Es ist mir jetzt auch egal, wir riskieren es jetzt einfach. Vielleicht machst du es dann doch ein bisschen schneller. Wir bringen schon mal unsere Nichtskönner-Spione in Stellung. Und um den Lepidus kümmern wir uns ansonsten ein andermal. Das wird nicht so das Riesenproblem. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass wir jetzt so lange Wege haben, bis wir halt da sind. Es besteht natürlich auch immer wieder die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendein... Okay, dann baue ich dich da jetzt mal aus. Es besteht natürlich immer wieder die Wahrscheinlichkeit, dass uns da irgendein... Hey, warte mal, wenn ich einen Kampfplatz des Mars baue, kann ich aber nur Auxiliareinheiten hier rekrutieren, ne? Und das fände ich aber irgendwie kacke. Mach nur einen Tempel. Dass uns einer von unseren Untergebenen abhaut, das wollte ich sagen. So. So, wo ist unsere Flotte? Die Classis Romana, die Flotte Römerin, wie wir im Lateinunterricht gelernt haben. Okay.
Du hast ein Level gekriegt. Amazing. Zwei Hingabe werden General. Und hier machen wir mehr Bewegungspunkte oder... Ja, wir machen mal noch mehr Bewegungspunkte. Singidunum sieht ganz gut aus, soweit. Wir schauen nochmal gerade hier in die anderen Städtchen rein. Klar, Blei können wir auf jeden Fall ausbauen. Hier, das bauen wir noch aus. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Nahrung. Aber ihr seht ja auch, wir haben momentan gar nicht mehr so viel. Mediolanum ist gewachsen. Yay. Bauen wir hier das. Syrakus können wir nächste Runde ausbauen. Haben wir noch eins. Du bringst noch mehr Wachstum, ne? Die Brunnenanlage. Dann machen wir das. Bauen wir dich um. Also überall, wo wir Kulturkonvertierung brauchen, da bauen wir das Scheißhaus. Beziehungsweise die Latrine. Und da muss ich gerade an Robin Hood Helden in Strumpfhosen denken. Und da gibt es ja auch diese Hexe-Latrine, die früher Scheißhaus hieß. Dies ist keine. Ich will es gar nicht hören. So, wir haben die Astronomie erforscht. Wir kriegen nochmal Spiele, mehr Einfluss, mehr Kulturkonvertierung, perfekt. Dann könnten wir uns noch eine weitere Technologie aussuchen. Vielleicht nehmen wir jetzt mal doch hier den Bewässerungsgraben. Das war ein klitzekleines bisschen mehr. Ja, das ist doch ganz gut, wenn wir Wohlstand durch Landwirtschaft bekommen, oder? Aha, okay. Ja, knüppelt euch. Oder? Ja, ich... Ja, doch, auf jeden Fall. Schauen wir mal schnell durch. Also den, die Getreide... Oder den Landwirtschaftsanbau, den kann man einmal upgraden, finde ich. Ab dann lohnt sich's dann nicht mehr eigentlich, weil dann geht das zu sehr auf die öffentliche Ordnung. Es geht mir jetzt nur gerade ein bisschen auf den Wecker. Dass ich jetzt halt so viel Zeit hier brauche. Nee, du bleibst ruhig da. Du bleibst auch ruhig da. Die können wir nachher immer noch upgraden. Warte mal, aber hier war doch noch eine Armee. Na, wir sind wieder verlässlich. Kulturelle Abneigung minus 140. Das ist echt wirklich... Ach so, ja, stimmt. Das ist ja unser Standardmalus, ne? Und da kommen jetzt halt diese 94 unerlaubtes Betreten kommt da halt jetzt drauf, ne? Naja. Verschwendet keine Zeit mit Scherzen und Schwafeln. Sagt einfach, was ihr zu sagen habt. Deine Mutter schwitzt beim Kacken, das hatte ich zu sagen. Wir gucken mal weiter, was haben wir hier? Achso, die Agenten könnten wir vielleicht trotzdem aktivieren. Du bist auch aktiviert, du auch. Dann kriegen die wenigstens Skillpunkte. Mein Verstand und meine Worte stehen. Wow. Der konvertiert ja echt auch gut Zeug. 77, ja, nee, aber das ist okay. Bereit, 90, extrem gut. Ach stimmt, hier hatten wir ja auch diesen Erlass zur Romanisierung, ne? Dann mach den jetzt mal aus.
Wir suchen uns einen neuen. Dann stellen wir den mal da rein, dann konvertieren wir da auch noch ein bisschen. So. Hier haben wir den Handelserlass. Was können wir denn hier machen? Brauchen wir irgendwo noch ein Panem et Circenses Erlass? Ach komm, wir machen hier ein Panem et Circenses Erlass. Streiter 3 von 3, Spion 3 von 3, Würdenträger 3 von 3. Okay, fein, fein. Es ist echt witzig, wie jetzt auf einmal dieses... naja, ich weiß auch nicht. Wir sparen das Geld. Irgendwann werden wir wieder Söldner brauchen. Ich sehe das jetzt auch nicht ein, das irgendwie in weitere Armeen zu stecken. Wäre ja noch schöner. Ich muss sagen, das mit der Landungsflotte, die ich da zusammengebastelt habe, das ist ganz schön und gut, aber die Schiffe sind einfach zu lange unterwegs. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt so viel und wir wollen nicht zu Sklaven des Preises. 2500, Nicht-Angriffspakt. Mit wem sind die im Krieg? Ja, ist okay. Ich glaube, die Fraktionen, die gegnerischen Fraktionen sind einfach alle absichtlich als verlässlich eingestuft, damit man sich da leichter hintergehen lässt. Na, also ich meine, ihr seht ja jetzt auch, die Flotte ist ungefähr so weit gekommen wie die Armee. Ja, sie ist tatsächlich genauso weit gekommen wie die Armee. Und das ist halt einfach ein Witz, finde ich. Ich meine, jetzt wird wahrscheinlich, ja wohl, wenn die Flotte hier unten wieder lang segeln muss, bis die dann in Sparta sind, das dauert ja dann auch wieder ein bisschen, / Apollonia und so, ne? Und das dürfte ja dann auch wieder ein bisschen dauern. Naja. Gut, gut. Also auf jeden Fall. Judäa Parthien, okay. Du hast ein Aquädukt gebaut. Wir machen hier auch den Wassertank wegen... Nee, wir machen nicht den Wassertank, wir machen den Brunnen wegen dem verbesserten Wachstum. Ja genau, welchen Tempel bauen wir jetzt hier hin? Dann würde sich ja hier ein Panem et Circenses Erlass anbieten, Wohlstand durch Industriegebiete und so weiter, dann müsste man mehr Industrie bauen, ne? Aber wir haben ja hier so viel Landwirtschaft, ne? Da haben wir eigentlich nichts. Ah, dann bauen wir mal einen Schrein der Minerva, der bringt wenigstens Forschung. Ah, die Nassamonen sind wieder da. Sehr schön. Und da sprudeln dann schon wieder die Skillpunkte. Ja, wir könnten jetzt natürlich hier noch mehr Armeen rekrutieren. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir sparen noch eine Runde Geld. Und dann können wir noch zusätzliche Einheiten mitnehmen. Achso, den da habe ich vergessen, ja. Wir bitten euch dringlichst anzugreifen. Und zwar mit römischer Effizienz. Die wollen, dass ich Ägypten beitrete im Krieg. Ägypten ist, soweit ich weiß, aber immer noch ein Klientelkönigtum. Von Antonius. Okay, machen wir es. Ansonsten suchen wir jetzt die Entscheidung.
Dies ist keine Unübung. Ich habe keine Ahnung, was du da vor dich hinstammelst und es interessiert mich auch nicht. Unsere Veteranen sind besser. Oh, es gibt ein Ereignis namens Schande. Quintilia Dolabella. Ein Mitglied eurer Familie wurde vor dem Senat festgenommen. Sie griff einen Senator an, der schlecht über ihren Gemahl gesprochen hatte und stach ihm mit einer Haarnadel in die Zunge. Finde ich eigentlich schon irgendwie witzig, ne? Sie hat sich für ihren Gemahl eingesetzt. Solche Treue sollte belohnt werden, finde ich auch. Finde das gut, das machen wir. Da sind wir mal ganz undemokratisch und undiplomatisch. Die Bastarnen sind aufgestiegen. Wo denn? Okay, ein bisschen zu weit weg von mir auf jeden Fall noch. Hier bauen wir den Brunnen. Passt, passt, passt. Haushalt erweitert sich. In die Gruppe schicken. Fraktion angetroffen. Bastarnen. Kriegsziel verfügbar. Oktavian Ereignis. Ein neues Ziel vorschlagen. Okay. Dann haben wir ein anderes Ziel wohl ausgeschaltet. Wissentlich oder unwissentlich. Sagen wir mal, du willst hier hin. Sagen wir mal, du willst hier hin. Also jetzt doch so von meinem militärischen Potenzial her, denke ich mir, da hätte ich Antonius doch früher angreifen können. Sagen wir mal, du willst hier hin. Wir rekrutieren noch ein paar Einheiten. Noch eine Kavallerie, noch eine erste Kohorte. Noch zwei Legionäre. Wir haben es ja. Ich sollte nur nicht zu viel Geld ausgeben, weil ich irgendwann ja noch... irgendwann werde ich noch mehr Einheiten benötigen. Söldner respektive. Lauf mal hier hin. Eben noch eine Kavallerieeinheit dazu. Das wird. Der Part heute wird ein bisschen länger, weil den Krieg gegen Antonius, den möchte ich ja dann doch gerne jetzt schon beginnen. Unser Patrizier hat eine Rangerhöhung bekommen. Fein. Ja, wir kriegen 25 Senatoren an Einfluss. Schön für diese, für dieses Vorgehen. Aber das geht ja auch wirklich nicht, dass die hier den Gemahl eines meiner... Oh, minus zwei öffentliche Ordnung. Echt? Für Cornutus? Für den Corny? Das bricht mir das Herz. Bauen wir mal hier ein bisschen Landwirtschaft hin. Bauen wir mal hier ein bisschen römischen Einfluss hin. So, dann haben wir hier unsere vier Legionäre und damit dann eine neue Full-Stack-Armee. Ja, da, die bewege ich jetzt nicht, weil da ist ja der Bewegungsbefehl schon gesetzt, ne? Hier ist die Rekrutierung gesetzt, da ist der Streiter gelevelt.
Der ist ja relativ gut, ne? Fein, fein, fein. Ich könnte die Steuern wieder senken, fällt mir gerade ein. Also ich glaube, so von dem taktischen Vorgehen her war das gar nicht so unklug. Erst den Pompeius ausschalten, dann den Aufbau der Städte systematisch vorantreiben und dann hingehen und jetzt die Armee aufbauen, um dann gegen die ehemaligen verbündeten Römer kämpfen zu können. Natürlich, wenn wir jetzt das Imperium so wie zur Zeit des geringe Chance auf Bürgerkrieg, okay. Dann, ich weiß jetzt nicht, ob das... Okay, wir werden das gleich mal rausfinden. Die Eier sind bei uns ins Gebiet eingedrungen, I know. Okay, alles klar, motivierte Bevölkerung und motivierte Bevölkerung, wunderbar. So, ich wollte die Steuern senken. Ja, dann machen wir vielleicht doch wirklich ein bisschen wenig, ne? So hatten wir vorher. Ich krieg gar kein zusätzliches Wachstum. Das geht nur auf die öffentliche Ordnung. Dann können wir es auch lassen. Kommt jetzt der nächste Bürgerkrieg? Fragezeichen. Wäre jetzt ganz schön, wenn der noch ein Ründchen warten würde. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay, du kriegst noch mehr Bewegungspunkte. Dann bewegen wir euch nochmal. Ja, vielleicht dann doch erstmal hier hin. Und du gehst hierhin. Sparta können wir ja nicht so angreifen, wie ich das jetzt gerne hätte. Ja, ach so, stimmt, ich muss mich ja dann auch noch um die heutige Türkei kümmern, ja. Es ist ja, also das Gebiet, wo die heutige Türkei ist. Ja, wenn wir jetzt tatsächlich das die Reichsintegrität, nenne ich das jetzt mal, oder imperiale Integrität Roms zu Zeiten von Antonius wiederherstellen wollen würden, beide Seiten dann einen Nutzen daraus, nicht wahr? Nee, bekommst du nicht. Dann würde das jetzt echt noch dauern, ne? Also natürlich hätte Augustus da ein großes Interesse daran gehabt, dass halt Adoption verhindern bitte, dass sowas halt nicht eintritt. Also Augustus oder Octavian, ne, der hätte das glaube ich nicht so cool gefunden, wenn Rom so komplett vor den Karren gefahren worden wäre. Und wir sind jetzt heute mal anständig. Und stoßen nicht direkt bis ins Landesinnere vor. Stattdessen positionieren wir uns mal hier. Der dürfte jetzt eigentlich auch schon wissen, was kommt, ne?
Noch ein Bevölkerungsüberschuss in der Italia. Bauen wir hier auch noch ein bisschen Landwirtschaft hin. In Norea haben wir einen Aquädukt gebaut. Wir können hier noch ein bisschen römische Kultur gebrauchen. Warum bist du eigentlich nicht aktiviert? Das ist merkwürdig. Ach, das ist immer doof. Hin und wieder muss man bei den Agenten gucken. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber spekuliert, womit das was zu tun haben könnte. Ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr so aus dem Kopf. Naja, Runde beenden. Nächste Runde gibt es Krieg gegen Antonius. Versuchen wir nochmal mit einer Schlacht auszusteigen. Vielleicht finden wir da was Cooles.